Das Theater Lebe in Graz wartet mit einer neuen frechen Bühnenkomödie auf. Doris D., so der Titel, ist ein humorvolles Zwei-Personen-Stück. Nikolaus Lechthaler ist in der Rolle eines gestressten Psychiaters zu erleben. Rosi Belitz spielt seine im sympathischsten Wortsinn verrückte Patientin. Da steht's. Die Patientin Doris Doris D. hatte sich zur Angewohnheit gemacht, die Post ihrer Nachbarn zu entwenden und mit den Absendern dieser Briefe Korrespondenzen zu beginnen. Doris D. ist in einem Sanatorium bei Psychiater Hodgins gelandet, weil sie partout nicht einsehen will, dass sie die Post ihrer Nachbarn nichts angeht. Nun nehmen wir zum Beispiel Colette Coleman. Ihre Tante Griselda hat ihr jede Woche geschrieben. Noch niemand hat das gelesen. Die Briefe, die werden unbeantwortet im Müll gelandet. Da hat mir die alte Dame leid getan. Die wird heuer im Juni 87. Na, da habe ich angefangen, die Briefe zu lesen und ihr zu antworten. Ja, aber Sie beantworten sie als Colette Coleman. Ja, natürlich. Alles andere wäre ja verrückt. Was ist verrückt, ist die Frage, die sich das Theater-Lebe-Team im Bühnenstück Doris D. von Wolfgang Krasser stellt. Ja. Man lernt jemanden kennen und erkennt in diesem Menschen, dass Verrücktheit vielleicht was ganz Normales ist. Und dass es vielleicht schön wäre, wenn wir ein bisschen mehr verrückt sein würden. Und so ist es bald schon Dr. Hodgins, der von seiner Patientin beraten wird, wenn ihn etwa eine Liebschaft mit einer Kollegin in Bedrängnis bringt. Ja, und sie hat gesagt, sie kommt her. Was? Sie kommt her? Ja, hat sie zumindest gesagt. Wenn sie sagt, dann tut sie es auch. Wie war sie gelaunt? War sie wütend? War sie aggressiv? War sie mordlustig? Sie klang ganz ruhig. Nein, sie besonders gefährlich. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sie öffnet ihn auf ihre Weise die Augen, weil sie ihm von der Normalheit sozusagen ein bisschen abhebt und auch sagt, sei doch anders, sei verrückt, trau dich etwas. Doris D., ein Stück um Mut zur Offenheit im Theater Lebe in Graz. Ich sehe in jede Richtung. Nichts kann hinter meinem Rücken sein. Nichts kann mich überraschen. Nichts. Nichts!